Ich bin der Leonardo Reinhardt, 24, Jungunternehmer und habe die InClub-App gegründet. Das ist eine Plattform, um sich mit Macherinnen und Machern zu vernetzen im echten Leben und so Gleichgesinnte kennenzulernen. Ich habe mich entschlossen, Jungunternehmer zu werden. Und zwar nicht in einem direkten Entschluss, im Sinne von, ich stehe heute Morgen auf und werde Jungunternehmer, sondern es war ein Prozess. Also das heisst, wir haben selber schon immer recht früh Passion oder die Passion bei uns entdeckt, oder ich und mein Co-Gründer, dass wir möchten Menschen im echten Leben vernetzen. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn mir die Frage gestellt wird, wie die Idee entstanden ist von InClub. Das ist natürlich ein längerer Prozess gewesen. Wir sind nicht einfach aufgewacht und haben nachher die Idee gehabt, wie sie heute steht. Liebe Löwinnen, liebe Löwen, wir sind InClub, ein Commerce-Tech-Startup. Das ist Sven und ich bin der Leonardo. Und mit InClub erfinden wir die Art und Weise, wie sich Menschen im echten Leben treffen, neu. 60% von allen jungen Menschen aus der Generation Z sagen, dass sie sich mehrmals pro Woche einsam fühlen. Das macht Einsamkeit zu einem der grössten Probleme aus unserer modernen Gesellschaft. Und die heutigen Plattformen tragen sogar dazu bei, das Problem zu verstärken. Sie geben das falsche Gefühl von Zugehörigkeit. Man hat zwar viele Followers und Likes, aber echte soziale Beziehungen, die schwinden. Wir haben ursprünglich gestartet, selber Veranstaltungen zu organisieren im Businessbereich. Dann sind wir über in die Eventbranche. Und von dort haben wir unseren ersten Marktplatz gegründet, um Clubs, Festivals und Bars mit Menschen zu vernetzen. Join & Host Private Experiences ist geboren. Quasi ein Airbnb für Erlebnisse. Wir bieten eine intelligente App, die es möglich macht, seine eigenen Aktivitäten und Abenteuer zu teilen. Und das so einfach wie ein Selfie-Post auf Instagram. Wir sind beides Business-Guys, die gestartet haben mit der Plattform. Das heisst, wir haben den Tech-Know-how noch nicht gehabt und uns dort recht viel müssen selber aneignen. Wir haben es dann gestartet mit Coachings, auch unsere ersten Lehrgelder bezahlt, weil wir mit Schweizer Firmen unter anderem zusammengearbeitet haben, die zwar eine sehr hohe Produktqualität können gewährleisten, aber aus preislicher Sicht viel zu teuer sind für ein Startup. Jetzt ein weiterer Schritt oder eine Herausforderung, die wir natürlich jetzt haben, ist das ganze Wachstum. Wir haben den Punkt erreicht mit InClub, wo wir eine gute Retention Rate haben. Welches ist im Moment die grösste Herausforderung? Was macht euch schlaflos? Ja, oder welches Problem hat ihr um die gelöst? Da ist wirklich Geschwindigkeit eigentlich. Also wir möchten jetzt die Plattform vorantreiben. Dementsprechend ist das Investment für uns auch von grosser Relevanz, dass wir den Speed beibehalten und skalieren. Weil wir haben jetzt wirklich den Punkt gemerkt, wo es anzieht von den Nutzern. Und das möchten wir ausschöpfen. Und für das möchten wir investieren. Wir haben 310'000 Franken von den Löwinnen und Löwen aus der Show erhalten. Und mit dem Geld möchten wir jetzt ins Wachstum investieren. Wir unterscheiden von internem Wachstum, das aus der Plattform selber hervorgeht, und externem Wachstum, wie eben zum Beispiel Marketing-Pushs über Möglichkeiten wie Facebook. Und die verschiedenen Strategien möchten wir jetzt anwenden. Dafür braucht es Kapital und wir erweitern jetzt auch unter anderem unser Tech-Team, um eben die Strategie in Umsetzung zu bringen. Das Bachelorstudium an der Kleidos trägt vor allem dazu bei, dass wir noch agiler arbeiten, dass wir wissenschaftlich arbeiten und eben auch die Module, die ich besuche bei der Kleidos, versuche ich mich möglichst darauf zu konzentrieren, mich auf Kernaussagen dort auch zu fokussieren und die dann natürlich zu implementieren bei uns in unserer Geschäftstätigkeit. Das bedeutet für uns ein Beispiel, wir haben das Modul Marketing oder auch Strategie und Management. Und dort haben wir natürlich jenste Instrumente, die wir kennenlernen, wie beispielsweise SWOT-Analysen. Und für mich war das sehr wertvoll, so eine Analyse gerade an meinem eigenen Business können, zu durchlaufen, dann auch gegenprüfen mit meinen weiteren Dozenten, die dann auch bei den Kleidos sind, das anzuschauen. Wo ich noch einen Fokus mir würde wünschen, ist natürlich generell so ein bisschen das Startup-Environment noch mehr würde gefördert werden. Ich sehe aber auch, dass eben Kaleidos schon sehr vieles gut macht. Wir haben agiles Projektmanagement beispielsweise, das uns tatsächlich sehr weiterbringt. Einer der Kurse, der unglaublich spannend war, ist der Plug-and-Play-Kurs, also Tech Center, wo wir kennenlernen konnten, um die 1000 Due Diligences durchführen mit verschiedensten Startups.
Ich würde jedem, der auch möchte, eben Jungunternehmer werden oder vor allem auch den Studenten oder Kaleidos, wenn sie diesen Weg einschlagen möchten, raten, dass sie sich zuerst auf ein Kernproblem konzentrieren, das sie möchten lösen möchten, bevor sie ihre Idee, die sie vielleicht haben, in die Umsetzung bringen, direkt mit Entwicklung. Also wir kommen ja aus dem Tech-Bereich, das heisst, dort braucht es eine gewisse Entwicklung. Viel wichtiger ist es, vom Problem aus, das man möchte lösen möchte, strukturiert dann die ersten Gespräche zu suchen und die Idee mit anderen Menschen zu teilen, um möglichst rasch Feedback reinzuholen und die Idee dann im iterativen Prozess auch zu verändern und zu verbessern. Kaleidos in drei Worten: praxisnah, flexibel und vor allem ein riesiges Netzwerk an unglaublichen Studentinnen und Studenten, die einem unterstützen, eben gerade auch als Jungunternehmer.